sei 26 Jahre alt und seit seiner Jugend bei 96 hatte heute das Vertrauen von Trainer Vogel als letzter Mann. Wojcicki und Rajkovic weiterhin verletzt und Klütz ist wohl besser als Manndecker aufgehoben. Und er konnte heute schon wieder lächeln. Neuzugang Reinhold Matti wird wohl in 2 Wochen wieder fit sein. Aber auch ohne ihn hatte Hannover in der 3. Minute schon die erste Chance. Fehler von Dirk Bakalorz, Doppelpass zwischen dem Jugoslawen Milos Bjelmasch, der mir heute gut gefiel, und Koch, Bjelmasch zu überhastet. 37 Minuten passierte danach 0, Darmstadt hatte nicht eine Chance. Die 42. Minute, Ecke von Bisicci, Stefan Teuber zieht den Kürzer gegen Klütz und 1:0. 96 danach fast brasilianisch, wie im Training. Bjelmasch, Bisicci, Flanke Kretschmer, Kopfball Koch. Fast zwangsläufig 1 Minute vor der Pause das 2:0. Einwurf Sundermann, Koch mit mehr Sprungkraft als Kleppinger, aber der besiegt den eigenen Torhüter. Dies auch der verdiente Pausenstand vor knapp 8000 Zuschauern. Vier Minuten nach der Pause machte Hannover gleich klar, dass für Darmstadt heute nichts mehr drin war. Pass Groth auf Sirox. Und der mit Trainer Vogel vom 1. FC Köln gekommene Reinhold Daschner zum 3:0. Übrigens erinnern Sie sich noch an Kasoum Quedraogo. Am Sonntag erzielte er für Darmstadt gegen Hertha 2 Treffer. Das war heute seine beste Aktion. Symptomatisch für das Darmstädter Spiel. Und dies Gesicht sagt alles. Hannover klar spielbestimmend, alle Spieler waren in Bewegung, ruschierten viel, Spiel ohne Ball heute vorbildlich. Darmstadts Abwehr in Dauertrance. Der eingewechselte Pokalheld Schönberg Christensen, genau getimte Flanke und Milos Bjelmasch zum 4:0 in der 77. Minute. Darmstadts Keeper Huxhorn erneut chancenlos. 1 Minute später Martin Groth mit einer sehenswerten Einzelaktion mit Biljatsch-Abschluss, das 5:0, gleichzeitig der Endstand. Darmstadt harmlos, umständlich, einfach bodenlos. Und da interessierte Markus Othmann natürlich, wie das passieren konnte. Am vergangenen Wochenende 3:0-Sieg gegen Hertha, heute 0:5 gegen Hannover 96. Waren Ihre Jungs überfordert, übermüdet oder überheblich? Es ist so, dass, glaube ich, alle Faktoren ein bisschen mitkommen. Wir haben gedacht, mit 3:0 Hertha, die stark gespielt haben, könnten wir jetzt alles spielerisch lösen. Wir haben keine Einstellung zum Gegner gefunden, waren vom Kopf her nicht frisch. Wir waren eigentlich nur ein besserer Trainingspartner.